Mit dem Wilhelm-Löwe-Förderzentrum Traunreut und den beiden Fachakademien für Sozialpädagogik in Mühldorf und Traunstein befinden sich drei große evangelische Schulen in Trägerschaft des Diakonischen Werks Traunstein. Das Corona-Jahr hat den Schulbereich gehörig durcheinandergewirbelt. Doch wie gelingt Bildung unter diesen Voraussetzungen? Diese Frage und viele mehr stellte ich Michael Väth, der im Diakonischen Werk Traunstein den Fachbereich Schule und Bildung verantwortet und die Traunsteiner Fachakademie leitet. Mein Name ist Klaus Rieder. Ich bin im Diakonischen Werk Traunstein für die Unternehmenskommunikation verantwortlich. Michael, unser Jahresthema ist Meine Diakonie, wir brauchen dich. Und wir haben jetzt ein Jahr Pandemie. Wie gelingt Bildung während der Zeit der Pandemie? Das ist eine gute Frage, weil ich finde die Frage deswegen gut, weil du nach dem Gelingen fragst. Wie gelingt Bildung? In Zeiten der Pandemie sind wir ja sehr beschäftigt mit dem, was meistens nicht gelingt oder ich sage mal schwierig ist. Und natürlich auch im Bildungsbereich. Also da muss man nicht viel aufzählen, gesamtgesellschaftlich, aber natürlich auch im Bildungsbereich. Das sieht man ja auch, wenn man in die Zeitung schaut, wie schwierig das ist mit Distanzunterricht, mit Homeschooling, mit diesen ganzen Begrifflichkeiten. Und es ist auch wirklich so. Also es ist nicht so einfach. Und dennoch ist es wichtig, nach dem Gelingen zu fragen, finde ich. Insofern bin ich dankbar über die Fragestellung an der Stelle, weil es gelingt auch viel. Es ist eine Riesenherausforderung. Das ist keine Frage. Und es wurden ja auch ganz, ganz viele unterschiedliche Begrifflichkeiten sozusagen eingeführt über dieses Jahr und diese Zeit. Man redet vom Präsenzunterricht, wenn alle da sind. Man redet vom Distanzunterricht, wenn alle nicht da sind. Man redet dazwischen vom Wechselunterricht, wenn ein Teil da ist, ein anderer nicht, weil die Räume nicht reichen für den Abstand. Und es gibt auch den Begriff nicht nur des Homeschooling, sondern und des Distanzunterrichts, sondern auch des Distanzlernens. Das heißt, im Grunde sind Schüler dann zu Hause und machen Arbeitsaufträge und haben nicht eine direkte Betreuung. Das sind alles Herausforderungen in der Zeit jetzt, die bewältigt werden müssen und die auch, zumindest was jetzt uns betrifft und was ich für das Diakonische Werk sagen kann, auch ganz gut bewältigt werden. Wir haben ja unterschiedliche Bildungsbereiche. Wir haben auf der einen Seite die Fachakademien, die sehr mit jungen Erwachsenen zu tun haben und da sehr, sehr klar strukturiert sind an der Stelle auch, was so die Teilnehmer des am Schulischen, sage ich mal, betrifft. Und wir haben die Wilhelm-Löwe-Förderschule, die ja viel, viel breiter aufgestellt ist, schon allein vom Alter her, von der schulvorbereitenden Einrichtung bis dann zu Berufsabschlüssen, die da gemacht werden können, kleine Kinder, dann Kinder, Jugendliche, das ist ja viel komplexer und ist ja auch durch die Herausforderung, die es schon im Normalfall gibt, viel komplexer. Also wir haben da Kinder mit einem besonderen Förderbedarf bei Lernen oder bei der geistigen Entwicklung. Und ich bewundere die Kolleginnen und Kollegen, die das machen schon. Wir haben da Notbetreuung, das brauchen wir in den Fachakademien natürlich auch nicht. Die Kolleginnen und Kollegen in der, auch die Leitung der Förderschule, das ist schon nochmal eine ganz besondere Nummer. Und wie da Digitalunterricht geht oder digitales Lernen, ist auch nochmal anders als an Fachakademien. Genau, das wäre so meine Fragestellung gewesen. Welche Unterschiede gibt es da? Gerade im Hinblick auch auf die Fachakademien, für die du ja mit verantwortlich bist, im Vergleich zum Förderzentrum. Ich stelle mir das so vor, dass gerade im Förderzentrum das schwierig ist, mit den Schülerinnen und Schülern Formen von Distanzunterricht zu organisieren. Das dürfte in der Fachakademie leichter sein. Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Es ist mit Sicherheit, stell mir das auch so vor, dass das in der Förderschule viel, viel schwieriger ist, weil ja das häusliche Umfeld, sage ich mal, auch eine wahnsinnige Rolle spielt, wie gut man lernen kann, wie ruhig, wie viel Geräte es da überhaupt gibt, um Distanzlernen zu machen. Weil das Thema der Notbetreuung natürlich auch nochmal die einen kommen, aber was passiert da? Die werden betreut, gut betreut, überhaupt nicht die Frage, aber es ist kein regulärer Unterricht und andere sind zu Hause und so. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Und Erwachsene an der Stelle sich natürlich da etwas leichter tun.
Das ist ganz klar. Und es gab ja vor, schon kurz bevor die Pandemie gekommen ist und ausgebrochen ist, sage ich mal, gab es ja schon Bestrebungen, das Digitale mehr auch in die Schule zu holen. Es gab dieses bayerische Programm, mehr Digitalausstattung an Schulen. Es gab dann vom Bund, da wurde ja sogar das Grundgesetz, manche mögen sich daran erinnern, ein bisschen verändert, damit man auch vom Bund her noch einmal Geld geben kann, damit Schulen sich digital besser aufstellen. Wir haben das genutzt und das war für uns eigentlich eine gute Möglichkeit, an der Stelle dann auch schon anzuknüpfen. Also wir waren schon digital unterwegs in allen drei Schulbereichen, wenn auch unterschiedlich. Aber wir waren digital unterwegs und es ist uns dadurch etwas leichter gefallen, dann das auch umzusetzen, was dann plötzlich die Herausforderung war in Corona-Zeit. Die Formulierung, wir waren schon digital unterwegs, lässt ja darauf schließen, das hat sich jetzt nochmal sehr deutlich verstärkt. Gerade so die Lockdown-Situation kann man immer wieder lesen, auch in den Medien, ist insbesondere für junge Menschen eine ganz große Herausforderung. Wie erlebst du das in deinem Verantwortungsbereich, im Bereich Schule und Bildung? Wie kommen junge Menschen mit der Situation zurecht, dass plötzlich Begegnungen reduziert sind oder Formen des Präsenzunterrichts plötzlich immer nur sehr eingeschränkt möglich sind? Genau, mit deiner Frage sind wir so ein bisschen wieder bei den Chancen, die du ja am Anfang schon benannt hast. Ich finde, sie kommen unterschiedlich gut damit zurecht, das ist aber ganz klar. Jeder kommt mit unterschiedlichen Formen auch besser oder nicht so gut zurecht, aber sie kommen besser zurecht, als ich es manchmal vermutet habe. Also ich sage es mal so, jetzt für die Fachakademie, da erlebe ich es ja in der Praxis direkt vor Ort. Wir haben viel miteinander gelernt. Studierende sind an vielen Stellen technisch besser aufgestellt oder können mitberaten. Also es ist so ein eigentlich was ich mir immer gewünscht habe, hat sich da noch einmal als Chance auch weiterentwickelt, nämlich das gemeinsame Lernen. Ich habe durchaus Fragen, wie geht denn das bei dem oder jenem Programm? Und die Studierenden wissen es und erklären es mir. Und das ist eigentlich ein tolles Bildungsmodell, finde ich, dass wir aus Corona auch positiv mitnehmen können, dass wir gegenseitig uns unterstützen und lernen, miteinander geschieht und nicht der eine weiß es und sagt es dem anderen. Und wenn es der Lehrer nicht weiß, verliert er seine Autorität, weil der muss es doch eigentlich wissen, sondern wir können miteinander Dinge entdecken. Und das meine ich jetzt nicht nur digital, sondern das meine ich insgesamt im Bildungsbereich. Wenn wir aus Corona lernen, da gibt es viele, viele Bereiche, wo man viel lernen kann, finde ich, und wo es auch ganz, ganz positive Entwicklungen gibt. Und dieses Miteinander, sich gegenseitig helfen und sich gegenseitig unterstützen, gerade auch in einer digitalen Unterrichtssituation, finde ich, ist ein großer Gewinn. Da haben sich die Rollen noch mal ein bisschen angeglichen. Das heißt nicht, dass der Lehrer nicht die Lehrerrolle hätte und der Studierende die Schülerrolle, das meine ich nicht. Aber die Art, wie wir lernen, das hat sich rollenmäßig angeglichen. Und wir lernen voneinander und miteinander. Und das finde ich eigentlich eine tolle Möglichkeit. Und das ist ja auch immer Erfahrung, dass eine Form des Lernens, wo ich jemand was erklären kann, wo ich besonders gut bin oder anderer mir hilft, wo der andere sehr gut ist, ist oft nochmal eine intensivere Form des Lernens als klassischer Frontalunterricht, könnte man vorstellen. Genau, und es ist auch so, also das ist ja auch die Herausforderung an vielen Schulen gewesen, auch bei uns. Was machen wir denn, wenn plötzlich die Schulen und die Einrichtungen zu sind, weil Lockdown? Verlegen wir dann den Unterricht aus dem Klassenzimmer auf den Bildschirm, sage ich jetzt mal ein bisschen einfach. Und dann bin ich halt am Bildschirm und unterrichte und ich sehe oder sehe nicht, wer und wie intensiv da jemand beteiligt ist oder also übertrage ich einfach das 1:1, das ist dann digital, ist übrigens unglaublich anstrengend, oder brauche ich ganz neue Formen und können wir uns miteinander da weiterentwickeln? Und das wäre für mich schon so ein Aspekt, wo man gucken muss, was bringt uns Corona auch an Positiven und an Chancen? Und ich sehe da viele Chancen.
Das hat Corona eher nochmal, also diese Situation, die wir jetzt seit eineinhalb Jahren haben, hat es für mich nochmal beschleunigt, wie übrigens gesellschaftlich ja an vielen Punkten auch. Da ist vieles aufgeploppt, worüber es sich lohnt, neu nachzudenken, wie wir uns da in dieser Welt bewegen. Und auch im Schul- und Bildungsbereich ist das natürlich eine Sache. Und da sind tolle Möglichkeiten auch entstanden, in dieser Zeit Neues zu entdecken und zu entfalten miteinander. Und da könnte ich jetzt ganz viel berichten. Und vielleicht bist du auch neugierig, dann frag gern nochmal nach. Aber ich will das natürlich jetzt auch nicht hier so sehr in die Länge ziehen. Das ist so lang. Es wäre vielleicht gut, anhand von einem oder zwei Beispielen zu schildern, was ist da aufgeploppt, was war da eine neue Erkenntnis oder wo hast du eine Chance da gesehen und erkannt? Ich mache mal zwei Beispiele. Das eine Beispiel, das ich gerade schon angesprochen hatte, einfach das Lernen 1:1 digital zu übertragen, ist anstrengend, ist schwierig und im Grunde auch nicht wirklich, nimmt nicht die Möglichkeiten auf, die es da gibt. Also erstens gibt es ganz, ganz viele neue Tools, die entwickelt wurden, um Unterricht interaktiver zu gestalten. Das ist eine tolle Chance. Das ist so das eine, dass man auf der Ebene nochmal gucken kann, wie kann man denn mehr Beteiligung und mehr Partizipation auch gerade im digitalen Raum ermöglichen. Da geht es oft um Technik, um die Frage, welche Instrumente kenne ich da, wo muss ich mich einarbeiten. Und da helfen auch Studierende, Lehrern und Lehrerstudierenden wechselweise. Das finde ich ganz gut. Das ist so das eine. Das andere ist, es öffnen sich ganz neue Welten und Räume. Und das finde ich nochmal ganz besonders interessant. Wir sind plötzlich vernetzt mit Menschen, denen wir sonst gar nicht begegnen würden. Wir können plötzlich Räume und geografische Entfernungen können wir plötzlich überbrücken. Ich kann auch mit jemandem zusammen sein, der in Hamburg, in Berlin, in Köln, in irgendeinem Ort, sonst wo in Deutschland ist und mich mit dem verknüpfen und vernetzen. Und das ist ja eigentlich auch die Wirklichkeit, dass wir in einer vernetzten Welt leben. Und dass wir eigentlich nicht mehr das so einengen. Regionales ist wichtig. Übrigens, Präsenz ist auch wichtig, dass das nicht jetzt einen falschen Eindruck erweckt. Wir können die Präsenzsituation nicht durch das Digitale 1:1 ersetzen. Das ist aber, glaube ich, auch gar nicht die Notwendigkeit. Aber wir müssen beides integrieren. Und durch diese Integration bekomme ich plötzlich ganz andere Möglichkeiten, mich mit anderen Leuten zu verbinden, die ich bisher gar nicht im Blick hatte. Und wir sind da im Moment dabei, im Bereich der evangelischen Schulen in Bayern an einem Projekt zu arbeiten. Da arbeiten wir mit, wie man den Unterricht eben auch nicht so, wie wir es jetzt machen, hier in Zoom flächig macht, sondern wie wir wirklich virtuelle Schulen haben oder eine virtuelle Schule, in der man sich auch bewegt. Weil der Nachteil dieser Situation ist, ich begegne dir ja nicht auf dem Gang. Ich begegne dir hier auf dem Bildschirm. Und alles, was so in den Zwischenräumen passiert, das findet ja so nicht statt. Ja? Und das fehlt. Das fehlt wirklich. Und das kann ich machen, wenn ich präsent bin, dann ist es kein Thema. Ja? Das kann ich aber auch machen, wenn ich digital bin, wenn ich eine Möglichkeit habe, auf einer Plattform das abzubilden. Und da sind wir gerade dran, sozusagen eine virtuelle Schule zu machen. Ob eine virtuelle Schule mit Begegnungsmöglichkeiten oder mit genau diesen Zwischenräumen, die bisher so nicht spielbar sind. Genau, mit einem Park, mit einem Gang, der uns das gebaut hat, sogar zwei Toiletten, männlich und weiblich eingebaut, die man natürlich virtuell jetzt nicht wirklich braucht, die lassen wir wieder weg. Das war ganz witzig. Aber das sind so Möglichkeiten, wo man sich auf dem Gang begegnet und dann auch unterhalten kann, so wie es in der Präsenzmöglichkeit auch ist. Darum geht es mir aber nicht nur, sondern erstens bin ich unabhängig von Gebäuden. Ich kann ein virtuelles Gebäude bauen und muss dafür erstmal, muss vielleicht für die Plattform eine Gebühr bezahlen, aber ich muss nicht so eine horrende Miete zahlen wie für ein Gebäude, das hier praktisch steht. Wie gesagt, das ersetzt das eine, das andere nicht, aber es gibt Möglichkeiten, das zu verknüpfen. Und ich denke, darum geht's. Wir müssen in Zukunft
die digitale und die präsente oder die analoge Welt mehr verknüpfen. Ja. Und das hat Riesenchancen. Ich kann da mich plötzlich auch von einem Moment auf dem anderen in den USA im Grand Canyon bewegen, im Unterricht, und kann da durchlaufen, virtuell, und bin dann dort. Und das sind natürlich Möglichkeiten, die habe ich im Präsentischen so nicht. Und da liegen viele Chancen drin. Und das würde ich gerne auch ausbauen. Ich glaube nicht, dass wir nach Corona, was das auch immer heißt, eine Situation, ich hoffe es auch eigentlich nicht, dass wir dann eine Situation haben werden, so als hätte es Corona nie gegeben. Wir müssen aus Corona und aus dieser Zeit was mitnehmen in die Zukunft. Und die Zukunft fängt eigentlich jetzt schon an. Und die ist jetzt schon. Und es hilft nichts, einfach zu sagen, jetzt warten wir mal, ich sage es ein bisschen plakativ, jetzt warten wir mal, bis Corona vorbei ist, und dann wird alles wieder so, wie es vorher war. Ich glaube, dass das im Bildungs- und Schulbereich nicht so sein wird und gesamtgesellschaftlich übrigens glaube ich auch nicht, sondern wir müssen gucken, welche Chancen haben wir in der Zeit jetzt gefunden und uns an denen orientieren für die Zukunft, auch im Schul- und Bildungsbereich. Das, glaube ich, wäre der große Gewinn, wenn man aus so einer schwierigen Phase auch mal wirklich einen Gewinn ziehen kann, wäre das einer der großen Gewinne, dass im Nachgang etwas hinzukommt, dass die Welt reicher wird und nicht ärmer. Und das wäre eine klare Bereicherung, wenn es mehr Möglichkeiten auch der Begegnung, der Vernetzung gibt, des Miteinander Erarbeitens und sich Weiterentwicklens gibt und man nicht die Reduzierung wahrnimmt, sondern eher die Bereicherung oder das Mehr. Michael, ich hätte einen Wunsch. Bitte führ doch den Satz so zu Ende, der wie folgt beginnt. Hätte ich für jede unserer drei Bildungseinrichtungen, für die du verantwortlich bist, einen Wunsch frei, so wünschte ich mir für das Wilhelm-Löwe-Förderzentrum, dass die Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, unter sehr schwierigen und herausfordernden Bedingungen, die Kraft behalten und das Engagement behalten, das ich bei ihnen entdecke und höre, und das weiterhin zum Wohl der Schülerinnen und Schüler in der unterschiedlichen Art dort auch einsetzen können. Punkt. Ich soll ja nur einen kurzen Satz sagen. Ja, für die Fachakademie Mühldorf würde ich mir wünschen, dass das, was da beginnt, in Form von dem Nutzen der Räume, die um die Fachakademie Mühldorf ja sehr naturnah sind, und gleichzeitig der Möglichkeit des Digitalen, was ich gerade benannt habe, weiterentwickelt wird und sich weiter fortsetzen kann, und die Lehrkräfte und Studierenden das miteinander weiter gestalten. Und für die Fachakademie in Traunstein, der Diakonie, wäre mein Wunsch, dass wir jetzt bei der Ausweitung auch der Fachakademie aufgrund einer neuen Ausbildungssituation miteinander weiter die Zukunft gestalten und aus der Zukunft die Bildungschancen jetzt schon in die Gegenwart und in die weitere Entwicklung reinholen. Unser Land und unsere Region braucht Erzieherinnen und Erzieher, weil? Weil wir Kinder begleiten wollen und dürfen, von klein auf in ihrer Entwicklung und auf dem Weg in die Zukunft. Und deswegen auch von der Zukunft her unser Bildungssystem oder unser Ausbildungssystem in dem Fall definieren sollten. Und das ist gut, wenn wir da viele Erzieherinnen finden, die mit einer Haltung, die wohlwollend, ressourcenorientiert, auf die Stärken der Menschen eingeht, wenn wir da viele Erzieherinnen dafür ausbilden können, die das in die Einrichtungen tragen. Ich nehme fast die Antwort für den nächsten Satz vorweg. Vor allem folgende Eigenschaften sind mir für diesen Beruf der Erzieherin des Erziehers wichtig. Dass sie in ihrer Persönlichkeit, in dem, was sie können und wissen, bestärkt sind.
dass Sie selber gespürt haben in unserer Ausbildung, wie wichtig und wertvoll das ist, was Sie können. Und dass das, was Sie noch nicht so gut können oder was Ihnen schwerfällt, sich aneignen oder in Teams gemeinsam lösen und auf die Reihe bringen können. Niemand muss individuell und alleine sein. Und wenn Sie das verinnerlichen und spüren, welchen Wert Sie als Mensch selber haben und sich selber dessen bewusst sind, selbst Gedankenstrich bewusst sind und ein Selbstwertgefühl haben, das dann Kindern und Jugendlichen in der Begleitung auf dem Lebensweg weiterzugeben. Das wär's, finde ich. Das ist das Besondere, was ich mir wünsche. Das gelingt schon, dass das auch weiterhin gelingt. Für unser Förderzentrum brauchen wir Lehrkräfte und für unsere Fachakademien brauchen wir Dozentinnen und Dozenten, die vor allem menschenfreundlich sind, anderen zugewandt und sich auf sich selber und andere einlassen mit den positiven Dingen, die sie gestalten können. Wir haben mit diesen drei großen Bildungseinrichtungen im Dekanat Traunstein haben wir drei evangelische Schulen mit einem christlichen Profil. Woran machst du das christliche Profil fest, das evangelische Profil fest dieser drei Bildungseinrichtungen? An der Haltung, wie wir das gestalten, wie wir Unterricht, wie wir Pädagogik, wie wir das Leben in den Einrichtungen gestalten. Nicht nur das Lernen, sondern auch das Leben. An der Haltung und an der Wertschätzung füreinander, miteinander und mit allen Beteiligten, die da dabei sind. Und ich muss nicht alles wissen und können. Aber ich darf im Zusammensein aller mich weiterentwickeln und die nächsten Schritte gehen. Und ich muss auch nicht fehlerlos sein. Ich brauche keine Überflieger. Ich brauche kein Überflieger sein. Sondern ich darf auch mit den Dingen, die mir nicht so gelingen, dazu stehen, daraus lernen oder mir helfen lassen. Also dieser Wert, wir zusammen können viel erreichen. Das wäre für mich so ein Aspekt und auch eine Form von Verbindung. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet, über das Thema Spiritualität auch in den Einrichtungen. Das wäre auch nochmal einen eigenen Aspekt wert. Ja, das wäre was für das nächste Interview in der Tat. Das Jahresthema ist meine Diakonie, wir brauchen dich. Vielleicht hier noch einmal die Chance und den Aufruf, gerade gedacht an junge Menschen, wir brauchen dich, komm zu uns in die Fachakademie, weil? Weil wir davon überzeugt sind, dass wir ein gutes System haben, um uns gegenseitig in die Zukunft zu entwickeln, in die nächsten Tage, Wochen im Bildungsbereich. Und weil es bei uns einfach so ist, dass jede und jeder mit seiner Individualität gesehen wird und wir trotzdem auch aus den Unterschiedlichkeiten, die wir alle mitbringen, miteinander Wertvolles lernen können für unser weiteres Leben und für unser berufliches Handeln. Vielen Dank, Michael, für das Interview. Danke. Sehr gerne.